Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Brote, Brote, Brote. Heute gibt's was Weihnachtliches, denn bei Erstausstrahlung dieses Videos ist heute Heiligabend und das ist ja bekanntlich die gemütlichste Jahreszeit und der gemütlichste Tag des Jahres, auch wenn man sich vorher den größten Stress des Jahres gemacht hat. Heute gibt's einen Familienklassiker, nämlich das Spekulatius Vollkornbrot. Jetzt werden mit Sicherheit einige Fragezeichen über euren Köpfen erschienen sein, weil ihr euch denkt, was, Spekulatius, Vollkornbrot, jetzt ist er total verrückt. Es ist immer ein bisschen schwierig. Ich versuche immer eigentlich irgendwie alle Interessierten oder alle Interessenten dieser Sendung irgendwie zu bedienen. Auf der einen Seite möchte ich so viele Geschmackskompositionen wie möglich euch da draußen irgendwie präsentieren. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht, dass es zu kompliziert wird. Weil ich habe jetzt ein paar Rezepte gehabt, die in der Vorbereitung sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben und nur für mal eben ein Brot ist das eigentlich dann zu viel. Auf der anderen Seite sehe ich dann aber auch wieder, was ich für Zutaten verwendet habe und denke, okay, das wird wahrscheinlich so noch keiner gegessen haben. Heute bin ich in der glücklichen Lage, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nämlich A, das habt ihr wahrscheinlich so noch nicht gegessen und B, es ist super schnell gemacht und super einfach und deswegen sabbel ich jetzt gar nicht mehr lange. Wir brauchen für das heutige Brot, und da zaubere ich nicht gleich am Ende noch 7 neue Zutaten aus dem Hut, Vollkornbrot. Je dunkler, desto besser. Man könnte sogar, also ich habe es auch schon mit Pumpernickel gegessen, ist familienrezepttechnisch, wie ich erfahren habe, nicht ganz korrekt. Das ist ein Rezept meiner Oma. Das ist auch schon sehr, sehr dunkel. Also dieses Vollkornbrot ist sehr nah am Ultimo. Wir brauchen Butter, weil also hier jetzt Margarine zu nehmen, das wäre so, als würde man, weiß ich nicht, als würde man, mir fällt gerade kein passendes Beispiel ein. Geht gar nicht anders. Denk gar nicht über Margarine nach. Bei diesem Brot kann nur Butter verwendet werden dürfen. Ansonsten, ich glaube, da kommt man ins Gefängnis für, wenn man da jetzt Margarine nimmt. Es sei denn natürlich, ihr seid Vegetarier oder Veganer und dann habt ihr da natürlich, dann habt ihr da sowieso ein Problem, weil in Butterspekulatius ist ja auch Butter drin. Also, weiß ich nicht, müsst ihr dann rausfinden. Wir können nehmen Butterspekulatius, der ist sehr hell, oder wir nehmen den etwas dunkleren Cousin dritten Grades, nämlich den Gewürzspekulatius. Ist auch so eine Geschmacksfrage. Also wir werden jetzt einfach mal beides nehmen, nicht miteinander kombinieren, sondern eins mit Butterspekulatius und eins mit Gewürzspekulatius. Ist eigentlich Schnuppe, geht dann wie gesagt nach euren Präferenzen. Also das ist das weihnachtlichste Brot, das in dieser Familie überhaupt nur gegessen werden kann. Ich finde es total super, weil das eben eine sehr leckere Geschmacksgeschichte ist. Sagt nicht von vornherein nein, wenn ihr es nicht probiert habt, dann könnt ihr es nicht wissen. Ich habe es probiert, ich weiß es besser. Also folgt mir zum Belegen. Ihr seht hier vor mir meine behelfsmäßige Schmierstation. Ich muss mir dringend ein großes Schmierbrett besorgen. Hier sind schon, wie gesagt, die Scheiben des Vollkornbrotes. Ja, wie gesagt, es ist ja ziemlich einfach. Wir haben nicht sehr viele Zutaten, deswegen können wir auch direkt loslegen. Mit Butter. Schwupp, schwupp. Ich schwärme ja immer so von gesalzener Butter und nehme ja auch eigentlich nur Butter, wenn es gesalzene ist. Das wäre aber jetzt hierbei wirklich der falsche Weg. Deswegen ganz schnöde, ganz stinknormale Butter. Aber die darf dann auch ruhig ein bisschen, darf ruhig ein bisschen mehr von drauf sein. Ist kein niederkalorisches Brot, das auf gar keinen Fall. Allein weil wir es nachher mit Keksen belegen. Aber es ist von all den Dingen, die man sich so zur Weihnachtszeit reinschrauben kann, ist das, glaube ich, mit, ich sage jetzt nicht das Gesündeste, aber es ist mit Sicherheit eines der am wenigsten sündhaften Dinge, die, wenn man mal von den ganzen Schokoladen-Weihnachtsmännern und
All die leckeren Pralinen und sonstigen Kekse, die man sich so in der Weihnachtszeit reinfährt, da passt so ein Brot auf jeden Fall noch auf den Speiseplan. So. Ist auch irgendwie so ein bisschen was für kalte, regnerische, windige Dezembertage. Dazu eine Tasse heißen Kakao und ich garantiere euch, ihr vergesst all die Sünden der Woche. Und es ist einfach so ein Wohlfühlding. Also es ist wie, manch einer macht sich dann irgendwie einen Eintopf oder eine Suppentasse. Das geht auch. Und es hat auch dann noch gleichzeitig so ein bisschen den Vorweihnachtsflair. Jetzt belegen wir die eine Seite einfach mal mit den hellen Butterspekulatius. Da darf auch ruhig viel drauf sein. Das gibt nachher ein tierisches Gekrümmel, das werdet ihr sehen. Aber das ist nicht schlimm. Kekse krümmeln. So ist das. Moment. Hier. Und da. Und dort. So, dann wäre eigentlich schon die Butterspekulatius-Variante fertig. Ihr hört es im Hintergrund vielleicht, es ist hier ein bisschen windig. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. So, jetzt kommt hier die dunklere Gewürzspekulatius-Seite dran. Die sind ein bisschen anders von der Form her, deswegen mache ich da jetzt mal nur drei drauf, weil sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen viel. Ich glaube, ich mache hier auch nur drei, oder? Ja. So. Das reicht eigentlich schon. Es muss ja nicht immer saukompliziert sein, es darf ja auch ruhig mal ein bisschen einfacher sein. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Verteufelt es nicht bloß, weil ihr es euch nicht vorstellen könnt und weil ihr Spekulatius vielleicht euch einfach nicht auf dem Brot vorstellen könnt. Die Kombination mit dem dunklen Brot, das macht das Ganze wirklich sehr, sehr lecker. Dann geizt auch nicht mit der Butter. Das macht das Ganze noch ein bisschen spannender und noch ein bisschen gehaltvoller. Macht euch dazu einen heißen Tee oder einen Kaffee, einen Cappuccino oder eben eine heiße Schokolade. Das passt super dazu und wird auf jeden Fall euren Wohlfühlfaktor ganz weit nach oben treiben. Das war keine sehr komplizierte Geschichte. Ich freue mich aber darauf, da jetzt reinzubeißen, weil ich auch tierischen Kohldampf habe und ich hoffe, dass ihr die ganze Zeit das Knurren meines Magens nicht über mein Mikrofon gehört habt. Ah, oh, super. Ich bin übrigens Fan der Butterspekulatius-Variante, aber die Gewürzspekulatius-Version, die geht auch. Überhaupt kein Problem. So, nächste Woche geht's weiter. Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall ein paar schöne Feiertage. Genießt die Zeit mit euren Familien. Nächste Woche geht's weiter, ebenfalls mit einem Familienrezept. Was das ist, das verrate ich nicht, aber ich kann jetzt schon mal sagen, dass Eier drin vorkommen, Tomaten, Zwiebeln. Unsinn. Jetzt habe ich eigentlich schon alles verraten, aber das müsst ihr dann nächste Woche erfahren. Also macht's gut, bis nächste Woche, guten Appetit und gabt euch wohl.